Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Mary und heute gibt es meine Monatsfavoriten aus dem Monat April, meine Lieben. Ich zeige euch meine Tops und Flop-Produkte aus dem letzten Monat. Deshalb, wenn ihr Bock auf dieses Video habt, bleibt gerne dabei. Falls ihr es noch nicht getan haben solltet, abonniert mich gern hier unten. Das ist für euch kostenlos und ihr verpasst keins mehr meiner weiteren Videos. Ja, meine Lieben, ein neuer Monat ist angebrochen. Wir befinden uns schon im Mai. Ja, das Jahr geht rasant vor sich. Und ich möchte euch natürlich gerne zeigen, was im letzten Monat so meine Top-Produkte waren. Ja, ich habe auch ein paar Produkte dabei, die nicht so top waren, aber so richtige Flop-Produkte sind es eigentlich diesmal nicht. Möchte auch direkt starten mit dem Bereich der Pflege und Kosmetik. Und ich hoffe, das Licht ist okay heute, denn ich filme gerade wirklich bei niederen Bedingungen. Es geht gerade draußen die Welt unter. Zwischendurch geht die Sonne mal auf, aber es ist richtig stürmisch gerade und hagelt wie wild. Deswegen möchte ich direkt mit diesem Video starten und beginne mit dem Bereich der, wie gesagt, Kosmetik, bevor wir Dekorativkosmetik machen. Es sind ein paar neue Sachen eingezogen und ich habe deshalb natürlich auch ein paar richtige Top-Produkte diesen Monat wieder gehabt. Und zwar ist das allererste Produkt, was ich euch wirklich ans Herz legen kann, wenn ihr so wie ich ein Sonnenanbeter seid. Und zwar habe ich ja euch im letzten Haul, im letzten Rossmann-Haul gezeigt, dass es ja diesen neuen Aufsteller gibt von der Eigenmarke, von der Sun Ozone-Reihe von Rossmann. So, jetzt habe ich es genau. Und die haben ja super viele Sonnenprodukte da. Und das war jetzt ein Produkt, was ja speziell einen Sonnenbooster-Effekt haben soll. Das ist ein Spray, das ist, kommt so mit so einer Sprühflasche und das könnt ihr auftragen, hat so eine leicht gelbliche Konsistenz, riecht sehr angenehm, ist kein Selbstbräuner mit drin. Das muss ich ganz deutlich unterschreiben. Das ist wirklich ein Produkt, was keinen Sonnenschutz enthält. Da müsst ihr wirklich aufpassen, sondern wirklich ein Produkt ist, das wirklich eure Bräunung auch beschleunigt. Ich habe das nämlich an den Tagen, wo es sonnig war, ja, es waren April leider nicht sehr viele, habe ich das auf meine Beine aufgesprüht und ich habe danach wirklich einen deutlichen Effekt gesehen. Und also jetzt am Oberkörper, der Gesicht, müsste man ein bisschen aufpassen, vielleicht da drüber oder da drunter einen Sonnenschutz tragen, da möchte ich nichts Falsches sagen, aber für alle Mädels, die ein Produkt brauchen oder möchten, was so ein bisschen mehr boosten soll, was so ein bisschen die Bräunung beschleunigen soll, ist das echt super. Das ist von Sun Ozone, ja, Sun Before Rise, Bräunungsbooster Pre-Sunspray, ohne Selbstbräuner. Und ja, fand ich richtig gut und ich hoffe, wenn es mal wieder richtig sonnig wird, dass ich das dann wirklich weiter für meine Beine benutzen kann, denn da nehme ich sehr, sehr schwer Farbe an. Deswegen wollte ich euch das gerne heute einmal zeigen, meine Lieben. Dann habe ich ein Produkt aus dem Bereich Rasieren und mit dem Produkt bin ich nicht richtig zufrieden. Deswegen ist das so ein Naja-Produkt. Ja, es ist kein richtiges Flop-Produkt und zwar habe ich ja euch mal in einem Haul gezeigt, dass ich das Rasieröl von Balea gerne ausprobieren wollte. Und zwar muss ich dazu sagen, dass es wirklich schön glatt rasiert hat. Also wirklich, wenn ihr das aufgetragen habt, danach eure Haut, hat sich super angefühlt. Es war so ein bisschen, ja, wie so ein bisschen glatter, das Rasurergebnis. Das kann ich schon so sagen. Ich weiß nicht, ob es nur an mir so lag, aber ich fand halt einfach, dass der Rasierer danach, den könnt ihr danach wegschmeißen. Also wenn ihr einen Mehrwegrasierer nehmt, mit so Klingen, dann ist das wirklich ärgerlich, weil ich finde, der hat den komplett versaut. Das war jetzt so mein Empfinden. Vielleicht habe ich es nicht richtig aufgetragen, obwohl ich wirklich immer mal wieder das ordentlich ausgespült habe, habe ich das Gefühl an den Beinen gehabt, dass es wirklich den Rasierer richtig versaut hat. Ansonsten, das Gefühl danach war super. Also man hatte wirklich ein richtig schönes Rasierergebnis, aber ich muss echt sagen, was ganz deutlich war, dass das den Rasierer ziemlich strapaziert hat. Ich werde es auf jeden Fall weiter noch ausprobieren, aber was das Resümee angeht, ist es leider für mich im Moment kein Top-Produkt, sondern eher so ein Naja-Produkt. Ich muss es noch ein bisschen austesten, aber ich wollte es euch gerne in diesem Favoritenvideo zeigen, wenn ihr es auch benutzt, damit ihr mir vielleicht auch Tipps geben könnt, wie ihr es so benutzt. Ich fand halt, dass es den Rasierer so ein bisschen versaut hat. Ansonsten top, ja, Hautgefühl, Hautergebnis, das kann man auf jeden Fall so sagen, meine Lieben. Dann habe ich auch etwas im Bereich der Gesichtspflege natürlich, was ich euch heute gerne zeigen möchte. Zum einen ein paar Produkte, was Pickelchen angeht. Ich bin kein riesen Hautpflege-Experte. Da müsst ihr wirklich bei meinen lieben Kolleginnen reinschauen, was Inhaltsstoffe und so angeht. Ich benutze das, was für mich funktioniert. Was für mich funktioniert, kann sein, dass es bei euch nicht funktioniert, aber ich finde es einfach, ja, vermessen zu sagen, ja, das und das funktioniert super, macht das auch, sondern es müsst ihr wirklich für euch selber entscheiden. Aber ich teile natürlich gerne meine Erfahrungen und ja, bei diesen beiden Produkten teile ich die sehr, sehr gerne, denn es ist für mich so die Pickelhelfer Nummer 1. Ich weiß, dass ganz viele Mädels, so wie ich auch, unter der Maske leiden und ich habe das im Bereich des Kinns. Heute geht es jetzt, weil ich wirklich die letzten Tage was aufgetragen habe, aber ich habe immer wieder Probleme mit dem Kinn. Ich habe alles Mögliche probiert, alle Tipps, was die Maske angeht.
funktioniert bei mir nicht. Ich kriege es immer mal wieder in so Schüben. Ich habe es nicht dauerhaft, aber immer mal wieder. Und was mir da sehr hilft, ist die Zinksalbe von, ja, könnt ihr nehmen von wo ihr wollt. Ich habe die jetzt von DM. Das ist die ganz normale Zinksalbe. Und wenn ihr das abends ganz dünn auftragt, das ein bisschen einziehen lässt und wirklich bis morgens durchtrocknen lässt, kann ich euch wirklich sagen, hat es bei mir ein super Ergebnis gemacht. Hat wirklich das Ganze ziemlich gut, finde ich, eingedämmt. Wie ihr seht, ich habe immer mal vereinzelt so ein, zwei, aber ich hatte eine Zeit lang wirklich die ganze Kinnpartie so mit lila, dicken Knubbeln voll. Und es hat mir wirklich sehr geholfen. Deswegen wollte ich euch das heute nochmal zeigen. Ich habe das Produkt schon mal gezeigt, aber für alle Mädels, die immer mal wieder Probleme damit haben, dachte ich mir, es ist vielleicht nochmal eine kleine Erinnerung für euch. Und dann habe ich auch noch ein Produkt, was man gezielt benutzen kann. Das habe ich, glaube ich, so euch noch nie gezeigt. Das benutze ich mal, wenn ich so richtig dicke Dinge im Gesicht habe. Ich muss sagen, was große oder halt schwere Pickel angeht, habe ich nie richtig Probleme gehabt. Ich habe halt, das wissen ja auch viele von euch schon, so Unterlagerung im Bereich der Wangenpartie und auch an der Stirn. Es kommt bei mir immer mehr vom Reizdarm. Da kann ich mit ja, quasi Pflege nicht mehr so viel machen. Aber was ich immer gerne mache, ist, wenn ich sehr extreme Entzündungen habe. Das ist was, was ich halt, wie gesagt, persönlich mache. Das ist ein Produkt von Origins, was ich drauf mache. Das ist der Super Spot Remover. Das ist ein Blemish Treatment Gel. Also ein Gel, was ihr auftragen könnt. Und da ist mit Sicherheit auch Säure drin. Also es ist wirklich ein Produkt, was ihr gezielt für Unreinheiten benutzen könnt. Ich würde es niemals großflächig aufnutzen. Das ist auch echt so ein Mini-Fläschchen, kostet so 16-17 Euro, also wirklich mini. Und dann nehme ich mir mal so ein bisschen mit einem Wattestäbchen und gebe mir das dann gezielt, wenn ich gerade so in der Mundpartie so richtig dicke, entzündete Pickel habe. Hilft mir das sehr. Ich mache das dann abends drauf. Das zwirbelt auch ganz schön und dann ist der morgens ein bisschen abgeklungen. Ja, ist wirklich so ein ja, Produkt, was ihr gezielt auf einzelne Pickel drauf machen könnt. Ich würde es, wenn ihr unreine Haut habt, auf keinen Fall im ganzen Gesicht auftragen, denn da ist mit Sicherheit, es riecht auch sehr streng, mit Sicherheit auf jeden Fall was drin, was ja, extrem eure Haut austrocknet. Akne behandelndes Gel. Also ich kann euch, ja, was die Inhaltsstoffe angeht, ist so viel drin, ich kann es euch gar nicht sagen. Auf jeden Fall ist das ein Produkt, was mir bei sehr dicken Pickeln, dicken Dingern wollte ich schon sagen, hilft. So, das wollte ich euch eben sagen und deshalb, ja, auf jeden Fall auch ein Top-Produkt, weil ich letzten Monat immer mal wieder so kleine Ausbrecher hatte, hat mir das sehr, sehr geholfen, meine Lieben. Dann habe ich noch ein paar Produkte weiter im Gesichtsbereich und zwar natürlich dieses Produkt, was wir auch schon gemeinsam ausgetestet haben. Ich benutze im Moment wirklich täglich. Ich liebe es, dass das Balea Ultra Sensitive Beruhigendes Intensivserum. Ganz leichte Konsistenz, zieht super ein. Ich muss sagen, dass es meine Haut ein bisschen beruhigt. Definitiv, meine Rötungen bekommt es nicht komplett in den Griff. Aber ich habe schon das Gefühl, dass meine Haut sich danach weicher anfühlt, ein bisschen beruhigter anfühlt. Ich trage es am liebsten abends auf und ja, nach meiner quasi normalen Pflegeroutine und mag das total gerne. Und das werde ich mir auch auf jeden Fall nachkaufen, wenn es fertig ist. Ist so, ich würde sagen, ein bisschen weniger als halb voll. Ist auf jeden Fall noch was drin. Ein absolutes Lieblingsprodukt aus der Drogerie im Moment. Genau wie dieses Produkt, was ich auch sehr gerne zum Abschluss Schminken nehme, habe ich mir jetzt vor kurzem nochmal nachgekauft gehabt. Ich mag das total gerne. Wenn es mal ganz schnell gehen muss, dann kann ich euch das sehr empfehlen. Reinigungsöle sind einfach wirklich schnell und gründlich. Und wenn ihr nicht dazu neigt, das nicht zu vertragen, dann kann ich euch die wärmstens empfehlen, so wie das von Balea. Das tut seinen Zweck sehr, sehr gut erfüllen. Wenn ihr ein bisschen mehr Geld ausgeben wollt, gibt es natürlich auch diese Cleansing Balms. Ich liebe den von Yepoda. Da kommt für mich auch nichts anderes dran. Auch leider dieses Produkt nicht. Ja, die Marke Skin Nature. Ich habe es euch auf Instagram schon angezeigt, dass die mir was zugeschickt haben zum Testen. Und zwar habe ich den Cleansing Balm ausgetestet und die beiden Serien. Die beiden Serien sind super. Ich bin ein großer Serienfan. Ich trage das immer abends auf und danach mache ich meine normale Feuchtigkeitscreme drauf. Das ist einmal das Vitamin C Serum gewesen, das Retinol Serum. Benutze ich nicht täglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich denke da nicht immer so dran, aber zweimal die Woche definitiv. Und ja, ich finde, dass meine Haut gut tut und einen guten Effekt hat. Ist auf jeden Fall total in Ordnung gewesen. Auch vom Preissegment her liegen die so mittelpreisig, würde ich sagen. Und was den Cleansing Balm angeht, den ja, haben super viele Mädels schon ausgetestet. Deswegen war ich auch sehr gespannt, wie der so sein wird, weil ich, wie gesagt, einfach diese Ölreinigung sehr gerne mag. Das Produkt reinigt wirklich super, da kann ich nichts sagen, aber ich mag leider die Anwendung nicht. Ich habe es im Badezimmer stehen und ihr seht das schon, die Konsistenz ist sehr hart. Also für mich ist es schon fast zu hart. Ich gehe da mit so einem Spatel rein, nehme mir mal so ein bisschen ab und das kommt wirklich wie so Flocken runter. Ich weiß nicht, also ich muss sagen, mit der Konsistenz bin ich nicht glücklich.
was den Effekt angeht, definitiv. Aber die Konsistenz ist mir wirklich einfach zu hart. Ist absolut kein Flop-Produkt, so nicht, weil seinen Zweck tut es gut erfüllen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das einfach zu hart. Das von Yepoda zum Beispiel ist schön geschmeidig. Ihr gebt davon auf eure Handflächen was. Das verschmilzt direkt. Und bei dem ist es so, es braucht seine Zeit, bis es so ein bisschen aufwärmt und quasi verschmilzt. Deshalb in der Handhabung finde ich nicht so schön, wie jetzt das von Yepoda zum Beispiel, auch wenn es günstiger ist. Ja, meine Lieben, das ist so das, was ich euch im Bereich der Kosmetik zeigen kann. Machen wir auch direkt weiter mit dem Bereich der Dekorativkosmetik. Ja, die Dekorativkosmetik, da ist ja in den letzten Wochen bei mir ziemlich viel eingezogen und ich habe es jetzt ausgiebig getestet, um euch so ein paar Feedbacks dazu zu sagen, meine Top-Produkte, meine Flop-Produkte euch zu sagen. Und ja, kommen wir zu den beiden Lidschattenpaletten, die ich im letzten Monat sehr häufig benutzt habe. Ich habe sie auch oft auf Instagram euch schon gezeigt. Das ist zum einen diese Palette gewesen, die ich mir, ja, man muss schon sagen, sehr verspätet gekauft habe. Die ist ja schon recht lange auf dem Markt. Das ist die Naked Heat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es kein bisschen bereut, dass ich sie jetzt erst bestellt habe, denn sie ist wirklich mega. Also ich muss sagen, ich habe ja einige der Naked Paletten, aber die hätte ich mir wirklich damals schon kaufen müssen. Ist absolut mein Farbspektrum mit diesen warmen Tönen. Ich liebe das einfach. Die Lidschatten funktionieren sehr einfach. Ich mag die Konsistenz. Ich muss sagen, ich komme mit denen super zurecht. Die matten Lidschatten bröseln ein bisschen, das ist einfach so. Aber dennoch mag ich die Farben sehr gerne und die waren super einfach in der Handhabung. Immer wenn ich nicht wusste, was ich schminken sollte, habe ich zu der Palette gegriffen. Deswegen absolute Top-Empfehlung aus dem letzten Monat, meine Lieben. Und welche Palette ich noch gekauft hatte, und das ist für mich so ein Naja-Produkt. Ich sage euch genau, warum. Ich habe mich zwar heute mit der Palette geschminkt und die Farben sind eigentlich ganz hübsch, aber sie funktioniert nicht annähernd so gut wie meine anderen Lidschattenpaletten. Es ist die Too Faced Born This Way The Natural Nudes. Ich weiß nicht, ob ich ein Montagsprodukt erwischt habe, aber ihr könnt es vielleicht auch schon an der Palette selber sehen. Für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Pigmentierung echt schwierig. Ich habe mich damals für die Palette bei Sephora entschieden, weil die einfach absolut meine Farben hat. Ich mag diese neutralen Töne. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bis auf die matten Töne, die funktionieren gut. Die haben auch eine gute Pigmentierung. Ihr könnt es auftragen und die sitzen. Bis auf die etwas helleren, die sind mir schon alle fast zu hell. Also ich fange wirklich immer erst an, ab diesem Ton zu schminken, weil man diese hier nicht wirklich auf meiner Haut sieht. Was mich echt so ein bisschen traurig stimmen lassen hat, waren die Schimmertöne. Die haben ja auch so ein bisschen Glitzerpartikel mit drin. Und auch heute, ich muss das anfeuchten, ich muss es mit dem Finger auftragen, weil ich habe hier sogar bei der Farbe Rose Gold und bei der Farbe Sparkling Rum, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, fast schon an Hardpen. Ich weiß nicht, warum. Ich muss wirklich richtig doll in die Farben reingehen, damit ich da überhaupt Farbe abtragen kann. Meistens mache ich es, wie gesagt, mit dem Finger, was ich sehr schade finde. Aber ich finde die Schimmertöne einfach zu bröselig in der Palette. Ich weiß nicht, warum. Die Konsistenz gefällt mir leider nicht. Deswegen ist es keine Flop-Palette. Das wäre zu schade, das zu sagen. Aber es ist absolut für mich keine Top-Palette. Und da kenne ich andere Qualitäten in dem Preisspektrum. Die kostet immerhin über 40 Euro. Und dafür muss ich echt sagen, ist die Qualität nicht annähernd so gut wie die von Urban Decay. Ist einfach schade. Aber ja, die Farben sind trotzdem schön. Aber wie gesagt, einfach schwieriger in der Handhabung. Man muss da einfach für sich entscheiden, was einem lieber ist, meine Lieben. Dann habe ich natürlich auch ein paar Produkte im Bereich Face benutzt, ja, oder sehr gerne vor allen Dingen benutzt. Ich würde da gerne als allererstes starten mit einem Produkt, was leider auch ein Naja-Produkt ist. Und ihr werdet wahrscheinlich jetzt alle sagen, warum, Mary, warum magst du es nicht? Es ist der Becker Under Eye Corrector. Ich habe ja die Farbe Medium to Deep. Die Farbe ist super, die passt bei mir perfekt. Ich mag die einfach sehr, sehr gerne. Aber ich habe ein großes Problem mit der Konsistenz. Ihr seht da schon, der ist ja wirklich super cremig. Und auch unter meinem Auge, egal wie ich den sette, ob mit einem richtig krassen Puder oder auch nicht, nach einer gewissen Zeit scheint bei mir der Corrector durch. Also es ist mir zu reichhaltig. Mir ist der einfach zu feucht. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Ihr seht das ja auch in dem Schälchen. Es ist wirklich wie eine Creme. Und auch wenn ich den sette, der sieht immer ein bisschen aus wie eine Creme. Das sieht unterm Auge einfach nicht schön aus. Ich habe zum Beispiel heute den von Essence drauf und der sitzt besser. Ich habe da wirklich meine Probleme mit dem Corrector. Aber ansonsten ist es eine super Farbe. Ist mit Sicherheit auch ein tolles Produkt. Aber bei mir, mit meiner Haut, ja, der irgendwie klappt das nicht so gut. Deswegen ist das leider auch ein Naja-Produkt. Was aber ein absolutes Top-Produkt ist, ist das nächste Produkt. Und zwar von Laura Mercier.
das Secret Blurring Powder in der Farbe 1, das ist dieses ganz helle. Und ich hatte das zum Testen oder zum Probieren von einer lieben Zuschauerin, von der lieben Koshi. Sie hatte das mal in ihrer Make-up-Bag, was ich benutzen durfte. Und ich habe mich in das Produkt so verliebt, dass ich es jetzt endlich auch bestellt habe. Und ihr seht schon, ich habe es schon ordentlich benutzt, schon ordentlich Produkt abgetragen. Und ich habe kein Problem damit, dass man nichts davon sieht. Also bei mir, egal womit ich da reingehe, ihr seht das hier auch, kommt da Produkt drauf. Und ich habe es auch heute wieder benutzt. Ich liebe es. Es macht einfach so ein schönes Gefühl über eurem Concealer. Es setzt sich nicht in den Fältchen ab. Einfach tolles Produkt. Ist auch nicht sehr günstig, aber was so High-End angeht, muss ich echt sagen, mit eins der besten Under-Eye-Powder. Und da möchte ich auf jeden Fall auch in Zukunft noch ein bisschen mehr probieren. Ich habe da eine Zuschauerin hat mir mal geschrieben, dass das von Pat McGrath wohl auch so gut sein soll. Das möchte ich auf jeden Fall auch mal irgendwann mir gönnen. Vielleicht zum Geburtstag mal gucken. Aber auf jeden Fall ist das schon mal ein Top-Produkt gewesen aus dem letzten Monat, meine Lieben. Was den Bereich des High-End angeht. Jetzt habe ich natürlich auch noch ein paar Produkte aus dem Bereich der Drogerie, die ich euch gerne zeigen möchte. Mit dem machen wir auch weiter. Ja, in dem Bereich der Drogerie habe ich noch drei weitere Face-Produkte und ein Produkt für die Lippen. Und was soll ich euch sagen? Auch heute wieder benutzt beides. Ist einfach der Knaller aus der letzten Essence LA. Einmal der Bronzer in der Farbe 02 Good As Gold. Das ist aus dieser neuen The Glowing Golds LA von Essence. Ich liebe den Bronzer. Ihr seht ihn, ich habe ihn auch heute aufgetragen. Da hat so ein bisschen Schimmer mit drin. Der ist nicht totmatt. Die Farbe ist toll. Packaging ist okay. Und ja, auf jeden Fall ein absolutes Top-Produkt aus dem letzten Monat, aus den letzten Wochen vor allen Dingen. Genauso auch wie der Highlighter, den ich heute auch drauf habe. Ich habe zwar drunter noch einen Creme-Highlighter, aber die Farbe ist einfach so hübsch. Und ich trage ihn, wie gesagt, auch heute wieder. Hier seht ihr ihn, glaube ich, ein bisschen besser, auch auf der Nasenspitze. Ein toller Highlighter, das ist die Farbe 01 Golden Days Ahead, auch aus der LE. Mag ich im Moment total gerne, die beiden Produkte. Das hat mich wirklich in die beiden Produkte verliebt. War mal wieder eine richtig gute LE, das hat mich sehr gefreut. Und auch dieses Produkt ist zu meinem Top-Favoriten geworden. Man mag es kaum glauben, ich habe mich mit dem Produkt richtig angefreundet. Und zwar das L'Oreal Infallible 24 Stunden, die Fresh Wear Foundation in a Powder. Ich liebe es. Ich habe es auch heute wieder drauf. Es gibt einfach, für meinen Hauttyp, muss ich ganz ehrlich sagen, funktioniert es einfach super. Ihr seht das, ich habe es schon ordentlich abgeranzt. Ich werde mir auf jeden Fall auch bald ein Backup davon kaufen. Ich finde es super bei meiner Haut. Im ersten Moment ist es ein bisschen trocken oder sieht ein bisschen maskenhaft aus. Aber wenn ich das dann gesettet habe, sieht es super aus. Die Farbe ist klasse für mich. Ich habe da die Farbe Golden Honey 245. Absolutes Top-Produkt. Im Moment haben meine allerliebste Puder-Foundation, muss ich wirklich so sagen. Ich benutze im Moment gar keine normale Foundation mehr, eigentlich fast täglich nur noch das, weil es einfach ein schönes Hautgefühl für mich macht. Und auch, ja, dieses letzte Produkt ist aus der Drogerie. Ich muss sagen, was die Lippen angeht, seht das ja, bis jetzt ist noch nichts dabei gewesen. Habe ich leider nur ein Produkt, was ich euch gerne zeigen würde, denn ich benutze eigentlich alles so querbeet. Ich habe da jetzt nicht das eine Produkt, sondern ich muss auch sagen, was Lippenprodukte angeht, aufgrund dieser blöden Maske ist es einfach so, dass ich da nicht so viel auf meine Lippen Wert lege. Gerade wenn ich viel unterwegs bin oder wenn ich irgendwie arbeiten war oder so, dann kommt meistens ein langanhaltender Lippenstift in Frage. Aber ich habe einen super, super Tipp für euch, wenn ihr diese glossigen Lippen mögt. Ich weiß, dass momentan sehr viele Marken glossige Lippenprodukte rausbringen, aber dieses Produkt von Trend It Up ist einfach so schön als Topper. Einfach mega. Das ist der Luminizing Lip Bump. Ja, das ist die Farbbezeichnung ist 020. Das ist ein richtig toller Lipgloss. Der enthält, ihr seht das, der sieht so einfach nur glitzerig aus. Aber wenn ihr den als Topper über eure Lippen gibt, der gibt das einfach so einen schönen Effekt. Hier seht ihr das auch. Der hat einfach nur so ganz kleine Schimmerpartikelchen, aber auf den Lippen sieht man das kaum. Das macht einfach nur volle, glossige Lippen. Ich liebe dieses Produkt. Es riecht ein bisschen nach Minze, hat es wahrscheinlich auch noch so ein bisschen, ja, also es ist, steht hier nichts von Plumping-Effekt oder so, soll wirklich einfach nur ein strahlendes Finish geben. Riecht ein bisschen nach Minze und der Applikator ist auch recht groß, wenn ihr den seht, aber ist wirklich ein tolles Produkt, absolutes Top-Produkt, was die Lippen angeht, aus der Drogerie im Moment und deswegen musste das auch in dieses Favoritenvideo, meine Lieben. Ja, das war es auch schon. Das waren meine Tops und auch, ja, naja, Produkte aus dem letzten Monat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Natürlich würde mich auch interessieren, was eure Top-Produkte aus dem letzten Monat waren. Und ansonsten, ja, meine Verlosung für alle, die noch nicht teilgenommen haben, läuft noch in den letzten Zügen. Am Muttertag wird ausgelost. Da endet meine Verlosung des kleinen Isana-Pakets. Falls ihr noch nicht dran teilgenommen habt, schaut gerne in meine Infobox. Da ist nochmal alles für euch
was ihr wissen müsst, dazu verlinkt. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video gesund und munter wiedersehen. Bis dahin, macht's gut!